Wahnsinn regiert, braucht man Wahnsinnige, die dem Wahnsinn die Stirn bieten. Und Action! Freischnauze XXL. Und hier ist Ihr Gastgeber, Dirk Bach. Diese Menschen sind gut drauf. Und momentan sieht man ja Gäste in Shows eigentlich nur noch auf Schlittschuhen. Bei uns ist das ähnlich, denn wir führen sie natürlich aufs Glatteis heute Abend. Und hier sind nicht nur die mutigsten, sondern auch die geschmeidigsten und attraktivsten Comedians Deutschlands. Hier ist Mirja Böhs! Ihr Lieben. Und die Blockbuster kommen ja jetzt meistens aus dem Märchenreich. Und so drehen auch wir heute ein sehr schönes Märchen. Denn wir drehen heute und wir spielen heute das Aschenputtel. Ist das schön? Und da kommt jetzt auch hoffentlich auch unser Märchenwald. Ja. Da kommt unser Märchenwald herabgeschwebt. Und es gibt jetzt auch noch ein paar kleine Kostüme. Ich verteile jetzt mal die Rollen. Tätje, du hast die Haupt- und damit würde ich auch sagen die Titelrolle. Ich bin dabei. Du bist das Aschenputtel. Hey. Tätje ist das Aschenputtel. Komm, mein Tätje. Komm, nimm nur dein Kostüm. Ich glaube, oh ja, ich freue mich das schon. Das sollst du tragen. Herrlich. Und ja, das soll kommt ich jetzt anziehen? Ja, zieh's bitte an, zieh's oh bitte mein an. Gott. Sehr schön. Das ist Comedy, ich hab's dir nie erzählt, du bist schon ein Kind von mir. Dein schöner Prinz, wer sollte es sonst sein, ist natürlich Oliver. Ich denke, ein schöner Prinz. Na also, ja. Da gehört doch, kommt doch zusammen, was zusammengehört. Ja. Dann brauchen wir noch eine böse Stiefmutter. Das wäre Barbara. Natürlich. Natürlich. Dankeschön. So. Ja, es fehlt natürlich der Regisseur des Meisterwerks, das wäre dann Mirja. Ach. Du gibst uns all die Kommandos, führst uns durch dieses Märchen durch. Und, du siehst aus wie ein schwuler Verkehrspolizist. Ich sehe aus. Was machst du denn mit meinen Brüsten? Du hast meine Brüste zerknittert. Jetzt ist die Reihenfolge durcheinander, das kriegt er nie wieder hin. Hallo, so, wir machen hier, ich weiß, wir konnten niemand Besseres kriegen, deswegen seid ihr hier. Wir spielen hier Aschenputtel. Ja. Wer ist Aschenputtel? Ich. Ja, gut, dann komm mal her. Wir brauchen für die erste Szene Stich. Ich brauche die böse Stiefmutter und die Stiefschwester. Ja. Ich bin die Stiefschwestern. Hör mal, du hast ja auch nicht viel, jetzt hat er sie wieder eingedrückt. Ist sag mal. Jetzt, also, hör mal. Die sind aus. Folgende Szene spielt sich jetzt hier ab. Also, ich hoffe, wenn ihr es hinkriegt. Ne? Ja. Du putzt, wie immer. Aschenputtel putzt die ganze Zeit. Ihr macht euch für die Party im Schloss fertig. Ja. Ihr müsst sie natürlich die ganze Zeit behandeln wie Dreck und beleidigen. Und böse Worte sagen, ja. Dann rauscht ihr ab zum Fest und du bist sehr traurig. Hallo? Ja. Ich will dann so ein bisschen Emotionen sehen. Die Mutterkugel hat mich abgelenkt. Und dann kommt eine Taube
Der Taube schenkt dir ein schönes Kleid. Und dann ist wieder Fröhlichkeit angesagt. Können wir das mal erst gucken? Wer ist denn die Taube? Die Taube haben wir nicht, das war zu teuer. Da musst du dir irgendwie was spielen. Was. Spiel eine Taube auch, traurig, die zu dir kommt. Taube kommt, schenkt dir ein Kleid und du kannst auch zu dem Fest gehen. Habt ihr das verstanden bis dahin? Ja. Mein Gott, das wird nichts. Also, okay. Es geht jetzt, der Prinz ist noch nicht dran. Da hinten, der Typ, der aussieht wie Sascha Hähn, ist jetzt noch nicht dran. Also, Action! Anna und Bertha! Ja, seid ihr schon fertig? Mama, ich bin fertig, Mama! Sieht schön aus, Mama! Du bist wunderschön. Wie sind meine Brüste? Mann! Deine Brüste sitzen so, als wären es meine. Ich hatte auch Brüste, als ich jung war. Mama, was macht die blöde Kuh da unten? Sie putzt, wie es sich gehört für ein Bauernmädchen. Die blöde Kuh, die darf nicht mit heute, was? Die blöde Kuh macht ja alles sauber, weil du mit deinen Dreckstampfen die ganze Kacke hier reinbringst. Hässlich, du bist hässlich. Ich hab goldene Schuhe. Anna und Bertha. Mann. Lass uns noch etwas Lippenstift auflegen und dann husch, husch ins Schloss. Ein kleines Täubchen. Mama, die Kuh ist so blöd und die spricht schon mit Täubchen. Ach, komm, Anna und Bertha, wir gehen. Okay, Mama. Kannst du sprechen, Täubchen? Weißt du, meine Schwestern gehen zum Ball und ich würde auch gern so gern dabei sein. Du hast ein Kleid für mich? Oh toll, ich freue mich, ich zieh's mal an. Ja, cut. Gut, das war bis da gar nicht mal so gut. Komm mal zurück. Ich muss da ein bisschen mehr Bewegung auch. Ich hätte gern ein bisschen mehr Taube auch. Dieselbe Szene nochmal. Und zwar stellt ihr euch einfach dabei vor, ihr wärt eine türkische Volkstanzgruppe. Und Action! Hier auf Boden, sonst Vision Impossible. Ja, cut. Ja. Die Taube war doch noch gar nicht dran. Ja, mir reicht das, was ich bis da gesehen habe. Wir gehen jetzt direkt in die Party rein. Wo ist der Prinz? Wo ist dieser Sascha-Hähn-Verschnitt? Der Prinz. Ja, hier, komm, Traumchef Enterprise, komm mal raus. Was ist mit deinem Umhang? Also. Aschenputtel, du hast jetzt ein neues Kleid an. Wir gehen in die Party. Oh, die Taube war schon da. Mein Gott. Was ist das denn? Wo kriegt man denn solche Pumps her, sag mal? Ja. Komm, mach in den Fummel, wo du bist, ist schön genug. Komm, guck mal, wie der aussieht. Oh mein Gott. Kommst du rum? Meinst du, kannst ihn verlieren, den Schuh? Und jetzt gehst du mal ein bisschen höher. So. Nochmal kurz, hier. Tanzen, ihr seid böse, tanzt auch, ihr verliebt euch, du kriegst Angst, rennst weg, du rennst hinterher, der verliert den Schuh und du suchst sie danach. Ich will Emotion, ich will mit Herz und sowas. Mein Herz. Gott, wie soll, ja, also, ich sag, Action. Mama, das ist der Prinz ist da. Hallo. Hallo. Das ist? Meine Tochter, Anna, Töchter, Anna und Bertha. Das ist die Tochter. Ich beide. Ich bin Anna. Und das ist Bertha. Und ich bin Bertha. Hallo. Bis später. Hallo, ich bin August Ernst von Hannover. Ich hatte es gewünscht. Alles andere hätte mich überrascht, bezaubernde Frau. Sie dürfen mich nicht entdecken, aber ich will doch den Prinzen, König. Was bist du, Prinz? Prinz aus August Ernst von Hannover. Ich kann nicht mehr sprechen, weil ich so verliebt bin. Oh, eine Prinzenrolle. Ja. Wo kommt dieses grazile, bezaubernde Wesen her? Emotion jetzt. Ich komme aus dem Nichts. Ich bin nur ein einfaches Mädchen. So riechst du auch, mein Schatz. Hörst du die Musik? Hörst du die Musik? Ja, aber ich bin die Frau, so rum. Vielleicht auch ein erster zarter Kuss, eine Annäherung oder
Hier, setz doch mal bei dem Kuss ein. Oh nein! Guck mal, auf mit der Knutscherei. Ohne Zunge, einfach nur trocken, ist ja noch ganz am Anfang. Und dann rennst du weg, weißt du, du fällst dich um. Du rennst weg und verlierst einen Schuh, du hinterher. Ja. Nochmal ganz schnell da. Nur das Ende der Szene nochmal. Okay, nur mal wir steigen mit dem kurzen Dialog ein. Und dann der ohne Zunge, bitte, ohne Zunge. Ja. Darf ich dich, bevor wir uns zum ersten Mal küssen, etwas Persönliches fragen? Frag mich. Wie hat Schalke heute gespielt? Egal! Bleib doch! Bleib! Der Schuh. Verlier doch ruhig einen Schuh! Hier! Da liegt er ja! Bleib doch hier, dicke Frau! Ja, cut! Ja, gut, also vom Prinzip nicht erkannt, aber wir machen so. Also, wir machen direkt die nächste Szene. Okay. Wir gehen jetzt wieder zu Aschenputtel nach Hause. Ja. Nicht im Bett, bitte. Der Prinz kommt mit dem Schuh, der Prinz Gütt. Ja. Und ihr habt euch alle irgendwie die Füße halb ab, damit er in den Schuh passt. Live hier, ne? Die Füße abpacken. Ja. Riesenrumprobiererei, Bluterei auch, alles, ne? Und du, dir passt der Schuh, Happy End, alles super. Versteht ihr? Und dann nochmal Emotionen und dann auch der Zungenkuss endlich am Ende. Gut. Ne? Muss ich wieder putzen? Habt ihr jetzt. Putzen, böse sein, Schuhe, Füße abpacken, alles weg mit unten wegsemmeln. Du kommst rein, alles passt, Happy End. Zungenschlag, fertig. Klasse. Ja, also. Und Action. Anna und Bertha, habt ihr gehört? Der Prinz sucht den Besitzer des Schuhs. Der Prinz kommt. Ja. Ding dong. Tu etwas, dass dir dieser Schuh passt. Du hast doch so riesen Quadratlatschen. Bitte. Herr Prinz. Grüß den Gott, lieber Herr Prinz. Es war sehr beschwerlich, hierher zu kommen. Ich musste da draußen erst einen Fotografen mit meinem Regenschirm niederschlagen. Jetzt habe ich es ja geschafft, hereinzukommen. Naja. Und ich will schon mal eine... Hörst du auf! Ich will schon mal eine Ankündigung machen. Die Frau, der dieser 48-Schuh passt, wird mich heiraten dürfen. Ja! Bertha, Anna! Die Spuren führen in dieses Haus. Darf ich ihn probieren? Darf ich mal die Arme sehen? Die sind schon sehr behaart, Fräulein. Zeigt ihm eure Füße! Ein kleines Peeling und alles ist wieder in Ordnung. Ich probiere ihn! Moment! Na! Nicht bescheißen, ich glaube, ich spinne. Ich probiere gerade noch, aber er wird bestimmt passen. Oh, hier. Lass gut sein, Gevatterin. Wenn ich mal eine Hobbit-Frau suche, komme ich auf dich zurück. Nein. Und ich habe wieder alles aufgeschrieben. Nein. Aber jetzt wird er passen. Jetzt wird er passen. Humpel mir aus den Augen. Ich könnte mit dem Stümpfchen rein. Mamachi. Ihre Tochter ist wirklich eine Perle. Sie selber kommen wohl nicht in Frage. Ich die Mutter. Sie sind viel zu alt. Genau, wir machen mal direkt hier weiter. Hi. Dann versuch doch bitte mal hier reinzupassen. Ja, Größe 37, ich weiß. Oh, ich kann es nicht mit anziehen. Mamachi. Anna und Bertha. Das mit etwas Hilfe passt es vielleicht. Er passt. Oh, du Scheiße. Jetzt ist mal Schluss mit der Knutscherei. Gut. Nein, nicht schon wieder. Oh. Nur noch einäugige Zuschauer. Richtig, wir machen das nochmal, weil der Schluss muss einfacher sein. Das muss schneller gehen. Muss schneller die Leute auch leichter zu verstehen. Ja. Ihr spielt dieselbe Szene nochmal mit dem am Ende Küssen, ne? Aber ihr tut halt so, als wenn ihr im Neandertal wärt. Leicht zu begreifen, einfache Dialoge, einfach. Also für Ernst August ändert sich dann ja nichts. Richtig, das bleibt. Richtig. Neandertal, selbst ist ja normal, Happy End, nachher zur Kirche reiten, auf irgendwelchen Gnus, egal. Also jetzt, Neandertal. Und Action. Geh, du Pfeife, der Schuh. Action. Wo ist mein Lappen? Psst. Action. Prinz. Prinz. Schuh. Nichts an den Affen. Neandertal. Gut. Oh.